sympathischer Mensch ist. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil bei einem Wahlkampfauftritt in Hildesheim. Der SPD-Politiker, der das Land seit 2013 regiert, ist beliebt. Zumindest deutlich beliebter als sein CDU-Herausforderer Bernd Althusmann. Weil kann deshalb damit rechnen, auch nach der Landtagswahl in der Staatskanzlei bleiben zu können. Hauptthema im Wahlkampf ist der Krieg in der Ukraine und die in der Folge sprunghaft gestiegenen Energiepreise. Weil gibt sich als überparteilicher Landesvater. Mir liegt sehr daran, ganz persönlich kann ich sagen, dass wir auch diese Krise in Niedersachsen gemeinsam gut bewältigen können. Das ist uns gelungen 2015, 2016. Das ist uns in der Pandemie gut gelungen. Und ich möchte, dass wir das auch jetzt wieder schaffen. Sein Herausforderer Althusmann von der CDU regiert als Wirtschaftsminister seit 2017 mit und kann deshalb schlecht Wahlkampf gegen Weil und die eigene Regierung machen. Hauptziel seiner Kritik ist deshalb die Ampelkoalition im Bund. Doch ob das aufgeht? Umfragen zufolge könnte es für Weil mit etwas Glück sogar für ein rot-grünes Bündnis reichen. Die CDU wäre in diesem Fall wieder in der Opposition. Unklar ist, ob die FDP und die Linken in den Landtag einziehen.